Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario 3D Land. Wir sind in Welt 6, aber wir werden nun direkt Welt 7 betreten. Dun, 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 dun. Ja, ich finde den Beat immer geil. Und jetzt hat selbst der Brief einen Tanuki-Schwanz, ne? Der greift uns sogar an, ne? Voll der dreiste Brief, ne? Okay, Peach rennt weg. Gut zu wissen. Ja. Ja. Ob sie damit durchkommt, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, dann ansonsten wäre die ganze Reise hier so ein kleines bisschen unnötig. Oh, eine violette Welt. Oh, sieht auch ganz schick aus, ne? Oh. Oh, schönes Sommerwetter. Ich glaube, das war das Level. Oh, das war das Level, wo man hier gleich abkürzen konnte irgendwie mit einem geschickten Sprung oder so. Allerdings verpasst man da alles Dark Coins und so, ja. Also da kann man vielleicht mit dem Tanuki-Schwanz gleich rüber. Ich glaube so nicht. Oder doch. Ja, mache ich trotzdem nicht. Ach ja, ein schöner Sommer. Das wäre jetzt eigentlich nichts, ne? Ja, wir hatten jetzt so einen heißen Sommer dieses Jahr. Das war eigentlich ein bisschen zu extrem, ne? Also ich bin einer, der zwar Sommerwetter liebt, im Gegensatz zu gewissen anderen Personen, aber das war halt schon von den Temperaturen her und so boah, viel zu heftig, ne? Also da hatten wir schon ein paar Mal die 40 Grad, ne? Boah, ey, voll extrem. Naja, wie dem auch sei, wir haben jetzt den... Boah, ich habe gerade voll kein Zeitgefühl. Den 20. September. Ey, Moment mal, am 22. sind doch die Wahlen, ne? Ja, ich habe im Moment kein Zeitgefühl, aber ich meine, am 22. werden die Wahlen, ja. Was daran so toll ist, keine Ahnung. Ja, nee, wir haben in Politik... haben wir uns ein bisschen darauf vorbereitet. Ey Mann, ich würde eigentlich gerne wissen, was da hinter den Kisten ist, aber ich kann die nicht aufmachen ohne Feuerblume. Wir haben uns ja in Politik in letzter Zeit so ein bisschen damit auseinandergesetzt, mit dem Wählen gehen und so, aber ja, ich muss gestehen, ich wusste bislang gar nicht, wie das funktioniert. Ja, also da haben wir auch, also der erste Schritt war sozusagen, dass wir diesen Wahlomaten ausgefüllt haben. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es ist im Internet so eine Website, wo ihr dann, ja, da kriegt ihr halt Fragen vorgesetzt und, ja, die beantwortet ihr dann und ja, die Partei, die dann am meisten, dann wird halt die Partei rausgesucht, die am meisten immer einstimmende Entscheidungen mit euch getroffen hat und die sollt ihr dann wählen gehen, theoretisch, ja, andererseits kommt er auch ziemlich... Ja, da kommt schon Crap raus manchmal, ne? Und muss man schon sagen. Und hier ist die erste Starcoin, oder was? Schade. Mann, ich will endlich mal die erste Starcoin. Oder war die hinter den Kisten? Das finde ich jetzt ein bisschen dreist. Schon die Hälfte? Hm? Hä, was ist denn das hier für ein Weg? Nichts, oder was? Oh, ich habe was verpasst. Leute, scheiße. Nein, ja, ich will schon das Item. Nein! Naja, auf jeden Fall kommt da manchmal ziemlich viel Crap raus. Das ist mir klar. Ja, vor allen Dingen gewisse Parteien, die man so gar nicht wählen möchte. Ich will jetzt mal keine nennen. Ich möchte euch auch jetzt nicht unbedingt das genaue Ergebnis sagen, denn ich brauche eine Feuerblume. Oder kann ich das irgendwie anders zerstören? Nee, ne? Naja, das Level ist jetzt so ein bisschen scheiße. Oder wenigstens irgendein Item. Vielleicht ein Tanuki-Schwanz. Der wird auch genügen. Naja. Wow, wie wir hier hochge... Wow. Oh, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Aber hier ist eine zweite... Ah, hier ist die zweite. Okay. Wow. Alter. Scheiße. Wir sind hier an der Rückseite von denen dran. Das gefällt denen bestimmt nicht so gut. Oh. Da ist die dritte. Was ist... Weg hier. Naja, auf jeden Fall haben wir dann erst das gemacht. Dann konnten wir unsere Ergebnisse bestaunen und ja. Dann am Ende sagen, ja, ich entscheide mich jetzt danach oder auch nicht. Und ja, dann haben wir eine Juniorwahl gemacht, ja. Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig verstanden, wie so eine richtige Wahl. Oh, ich wusste gar nicht, dass man zurück kann. Wie so eine richtige Wahl funktioniert, ne? Ich dachte immer, ja. Hat da wahrscheinlich so zwei Stimmen und wählt dann zwei Parteien und ja. Ab dann wusste ich auch nicht mehr, ja. In Wirklichkeit ist es, glaube ich, so, was passiert, wenn man hier reingeht. Ist es... Naja, spring doch nicht da raus. Ist es so, ja, man kann irgendwie mit der Erststimme einen Kandidaten wählen und... Dann wird halt so irgendwie die
Sitzordnung im Bundestag gemacht oder so, ja. Und dann müssen manche Leute versuchen, halt über die Zweitstimme in den Bundestag zu kommen und an manche Parteien oder manche können auch direkt mit der Erststimme rein oder so. Ja, so war das. Und mein Bruder ist gerade reingekommen, also mache ich später weiter. Und ja, da bin ich wieder. Neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Ich nehme das jetzt am Tag danach auf. Ja, habe ich gerade schon irgendwie angedeutet. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt ein Item geholt. Und ja, damit müssten wir eigentlich die erste Starcoin holen können. Es ist ein bisschen blöd, weil Unterwasserlevel dauern in der Regel ziemlich lange. Und das hier war, glaube ich, auch keine Ausnahme, wenn ich mich richtig entsinne. Aber jetzt dürften wir eigentlich die Kisten damit kaputt machen können, ne? Ja. Boah, ja, gut. Ich weiß nicht, kann man die Kisten vielleicht auch irgendwie anders kaputt machen? Das ist doch irgendwie blöd, oder? Dass man hier ein Item braucht? Oder warte mal, sag mir nicht, dass in den Item-Kisten da was drin war. Oh Gott, ich bin so ein Honk. Ich bin so ein Honk. Ich hätte das nicht zweimal spielen müssen. Ach ja, wieso guckst du auch nicht darin nach, Aaron? Ja, ich verstehe selber nicht, ja. Habe ich wahrscheinlich nicht dran gedacht. War auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen blöd, denn ich dachte, ja, die kommen ja gleich wieder, mein Bruder und mein Vater und ja. Da war ich mir auch nicht ganz schlüssig, ob ich den Part nochmal anfangen soll, aber es ist ja kein Problem, ne? Ja, ich glaube, das sollte ich öfter so machen. Ist ja total egal, wenn ich mal so einen Part anfange und den dann später zu Ende bringe. Das geht genauso gut, ne? So, das will ich auch mal kaputt machen, Leben, gut. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich habe mal so zur Info 109 davon, ja. Habe ich durch diesen Trick da in Level 1, 2 auch ein paar mehr abgesahnt, ne, wisst ihr, wenn ihr zugeguckt habt. Ja, wie dem auch sei. Ich habe in dem Part irgendwas mit Politik angefangen, ne. Ja, ich weiß, ich kenne mich damit auch nicht so gut aus, ne. Habt ihr ja wahrscheinlich gemerkt, aber... Ja, ich wollte nochmal so abschließende Worte sagen, ne. Und zwar ist das natürlich immer so eine Sache, also... Selbst wenn, ja... Ja, das wollte ich nicht... Selbst wenn ich irgendwie... Oh. Na egal, ist mir egal. nicht so diesen Wahlomaten da benutze. Ich wüsste sowieso nicht, wen ich wählen sollte, denn es ist ja immer so eine Sache mit der Politik. Dazu hat Cornel ja auch immer diese schöne Story da gehabt. Ich weiß nicht, soll ich die nochmal erzählen? Na gut, ist jetzt wahrscheinlich besser zum Verständnis, ne? Also ja, es war glaube ich so, ich hoffe, ich gebe das jetzt wahrheitsgetreu wieder. Dass wohl einer von der CSU bei Cornel in der Schule war, als er noch in der Schule war. Und ja, da hat er wohl die Frage gestellt, was die denn machen würden, wenn die SPD dann auf einmal so einen guten Vorschlag bringen würde und ja, der ihnen gefallen würde. Und da meinte der Typ dann halt, ja, wir würden erstmal sagen, dass der Vorschlag scheiße ist und dann ja, den Vorschlag ein paar Monate später unter anderem Namen rausbringen. Das hier ist sogar gar nicht mehr so einfach. Ich glaube, das macht man nicht so. Oh. Ja. Oh. Ja, okay. Ja, ich weiß auch nicht, ob die Politik irgendwie was ändern kann. Ich weiß nicht. Ich setze mich mit dem Thema auch gar nicht so viel auseinander. Es läuft ja immer im Fernsehen so viel darüber. Und früher wusste ich auch relativ viel Bescheid darüber, aber ja. Ich gucke nicht mehr so viel Fernsehen, beziehungsweise im Moment gar nicht. Ja, muss ich einfach mal so offen zugeben. Es wurde auch mal die Frage gestellt, wie war das nochmal? Was ich denn von den Serien im TV halte? Ah, auch die gucke ich nicht so wirklich, also, boah, scheiße, das ist schwer. Oder? Ja, okay, es hält sich in Grenzen. Ja, ist jetzt wirklich so, ich gucke jetzt nicht so viel, ne? Also klar, so eine Sitcom so zwischendurch kann man auch mal vertragen, ne? Aber auch da gibt es ja viele, die jede Folge gucken und ja, auch in der Schule wird immer viel darüber gesprochen, aber ich habe dann meistens keine Ahnung. Zack. Oh oh. Boah, das Level ist schwer, ne? War so zwischendurch, das Level ist schwer. Naja, auf jeden Fall. Ja. Halte ich nicht viel davon. Ja, na doch, die Serien sind... Ja doch, ich will jetzt nicht schlecht reden oder so. Nee, es ist ja auch eigentlich ganz lustig manchmal. Ja, außer letztens habe ich bemerkt, ne, dieses Lachen, ne. Wenn ihr immer drauf achtet, wann dieses Lachen kommt, bei wie vielen Situationen die eigentlich so unlustig sind, ne,
dann findet ihr das irgendwann total scheiße, ne? Also wahrscheinlich habe ich euch jetzt alles versaut, ne? Aber wenn ihr nur auf dieses scheiße Lachen im Hintergrund achtet, dann, oh, dann kotzt euch das so an, ne? Also das ist ja öfter so, da wurde zum Beispiel gar kein richtiger Witz gerissen oder so und auf einmal, und ich war da und da, dann lachen die Leute im Hintergrund. Ich glaube, ohne Lachen wäre es, ich weiß nicht, ob es da besser wäre, aber es kann wirklich sein, dass wenn dieses Lachen im Hintergrund läuft, man eher mitlacht und das Ganze als besser auffasst, aber keine Ahnung, das kann ich jetzt gerade auch nicht beurteilen. Und ich merke gerade, die Tür ist offen, hoffentlich hören die mich nicht im Nebenraum. Ich mach die mal kurz zu. So, das war's. Ob ich das rausschneide, ich weiß nicht. Wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn nicht, ne? Habt ihr vielleicht so ein paar Geräusche gehört? Wie zum Beispiel ein Gürtel, der auf dem Boden herumkratzt. Oh. Gut, was soll's. Ich glaube, das war ein cooles Level. Das war definitiv ein cooles Level. Boah, ich habe gerade übrigens den Mario Kart 7 Part zu Ende gemacht, ne? Boah. Also, ich habe ja in dem Let's Play jetzt gerade viel über das Internet geraged, sag ich mal. Ja, kann man schon so nennen, ne? Boah. Also, ja, ihr wisst ja, erstmal war es so. Doch, nee, das sage ich jetzt nicht nochmal. Auf jeden Fall habe ich jetzt herausgefunden, wie es einigermaßen funktioniert im Moment, ja. Einmal unten in den Keller gehen und da den Home-Server resetten und hier oben halt nochmal den WLAN-Router resetten, dann dürfte das Ganze klappen. Ja, und ja, ich kann auch endlich wieder was hochladen. Heute am Samstag. Ja. Und. Alter, hier kriegt man ja richtig viele Leben. Sonst kriegt man ja immer nur eins, ne? Haha, aber hier nicht, ne? So, ich wollte mal gucken. Ich hatte mir irgendwie noch was aufgeschrieben, ne? Ob ich über irgendwas reden wollte? Nee. Ist schon alles gesagt worden, ja. Wie dem auch sei. Okay, da ist das Sarkon. Ich habe den Tod gehört. Ah! Boah, eine ganze Gruppe von Tods. Ja gut, zwei Pilze. 20 Münzen, ne? Na gut. Kann ich jetzt nicht viel damit anfangen. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet bei so einer großen Gruppe von Tods. Die haben doch auch mehr Reichtümer und so. Hab ich gedacht. Naja, wie dem auch sei. Ja. Nein! Das war dumm. Boah, es war ja gerade übrigens, hier, es ist Samstagmorgen, gerade kam das Let's Race von Volo vs. Mira. Ihr kennt das ja wahrscheinlich. Ist gerade rausgekommen und die haben auch Mario 3D Land gespielt. Boah, das wusste ich. Das wusste ich eigentlich schon, ja. Das haben die irgendwann mal so am Ende des 3DS-Streams gesagt. Ja, nur dann war ich dabei. Den Rest hat mein Bruder immer angeguckt. Hat mein Bruder eben angeguckt. Und ja. Da habe ich das noch kurz mitbekommen und dann war auch schon Ende. Ja, ich habe den ganzen Stream auch nur mehr oder weniger verfolgt. Das war an dem Tag, wo ich von der Wespe gestochen wurde. Boah, ist das schon lange her, merke ich gerade. Naja. Auf jeden Fall. Wenn jemand da Kommentare geschrieben hat, dann war es mein Bruder. Möchte ich nochmal klarstellen, denn. Ja. Ich werde nicht lästern, aber mein Bruder, der schreibt manchmal ziemlich dreiste Kommentare, ne? Also ich habe da mal so zwischendurch ganz kurz reingeschaltet und dann war da von Joshua in Caps Lock geschrieben, warum Animal Crossing? Ja. Sowas macht man ja eigentlich nicht. Und der hatte dann wohl irgendwie zwischendurch auch ein Timeout bekommen oder so. Ja, also der sollte sich mal irgendwie einen neuen Twitch-Account zulegen, sonst wird noch schlechtes Licht auf unseren Kanal geworfen. Ja, würde ich so meinen. Also ja, ich will jetzt nicht wirklich meinen, dass nicht welche einen die Meinung bilden, nur weil da irgendjemand einen Kommentar geschrieben hat, aber ich kenne so manche Nervensägen, die schreiben immer das Gleiche. Ich kenne sogar, oh Mann, ich habe mal unter sämtlichen Mario Kart 7 Videos, außer vielleicht unter meinem, habe ich gelesen von der gleichen Person, ich bin besser als du in Mario Kart 7, und zwar immer wieder und immer wieder, und hier sind solche Maulwurstgänge, ne? Oh, ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen, ich hole mir die Blume. Immer wieder habe ich von demselben immer gehört, jo, ich bin besser als du in Mario Kart 7. Ist ja schön für dich, aber
Wieso schreibt man das andauernd? Ich meine, ich finde es nicht schlimm, wenn das jemand einmal so schreibt, aber unter jedes Video, das war ja noch nicht das einzige, dann kam auch noch die ganze Zeit, ich habe so und so viele Punkte und du hast viel weniger, du bist schlecht. Aha. Okay, du bist schlecht, war glaube ich nicht enthalten, aber naja, es gibt sinnvollere Kommentare. Kann man schon so sagen, ne? Ach ja, die Leute, die immer schöne, sinnvolle Kommentare schreiben können, die beneide ich. Das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ich finde die Musik ja schön. Das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Also solche Kommentare wie cool und so könnt ihr natürlich weiterhin schreiben. Falls es da welche gibt, die das öfter machen. Ich glaube, da gibt's. Ja doch, da gibt's viele, die das so machen. Ja, könnt ihr schreiben, ne? Ist jetzt. Ja, ich werde mir nicht denken, boah, was ein geiler Kommentar, aber ich finde es auch manchmal ganz nett, einfach so zu wissen, wer den Part geguckt hat, ne? Ja, es wäre mal so eine krasse YouTube-Funktion. Zu wissen, wer den Daumen hoch gegeben hat oder so, ne? Das wäre doch eigentlich ganz schön. Oder? Ja, okay. Andererseits, bei großen YouTubern, die dann da so 10.000 Daumen hoch haben, ist es wahrscheinlich nervig. Boah, scheiße. Das ist gar nicht mal so einfach und ich habe doch nicht die letzte Starcraft verpasst, oder? Moment, hier war doch irgendwas unten drunter oder so. Ich kann mich an irgendeine Rätselbox erinnern, die hier sein sollte. Ach ne, die ist da. Okay. Dann hatte ich irgendwas Falsches in Erinnerung. Mein Bruder schreibt auch mal schöne Kommentare. So wie cool oder Mirror Mode, Mirror Mode, Mirror Mode. Nee, das werden jetzt die meisten nicht verstehen, aber naja, wie dem auch sei. Ist auch egal, nein. Das wirkt jetzt wieder so falsch, ne? Vor allen Dingen, weil mein Bruder den Part vielleicht guckt, ne? Der guckt manchmal meine Parts. Oder sogar relativ oft. Ja, das finde ich dann immer blöd, wenn er dann da sitzt und meinen Part anhat und der nimmt nie Kopfhörer, ne? Also ich kann mich die ganze Zeit hören und ich finde das irgendwie blöd. Ja, wenn man sich selber da so die ganze Zeit im Zimmer hört und das nervt mich dann immer. Meine Fresse. gut, ich muss gerade mal rechnen, wie viel Zeit um ist. Okay, es sind nur zwei Aufnahmen. Die eine ist 12 Minuten lang und die eine war 5 oder so. Ich glaube, wir können den Part an der Stelle beenden, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir dann dieses wunderschöne Level hier machen werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen von der Klappstadt von Mario Galaxy 2 abgeguckt. Oder was heißt abgeguckt? Übernommen worden. Naja, okay, wir sehen uns dann auf jeden Fall und ciao.